allein auf dem Thumbnail bin ich zweimal drauf. Eiskalt benutzen die mich und meine Videos für deren f***ing Lügenkonstrukt, als würde ich auf der Seite gegen Simplicissimus stehen. Ich wurde missbraucht sozusagen von einem millionenschweren Unternehmen, das mich benutzt hat für deren Propagandazwecke, kann man so sagen. Und darüber hat jetzt Simplicissimus ein Video gemacht, beziehungsweise da kommt das auch drin vor in diesem Video von Simplicissimus. Und da klicken wir jetzt drauf. Es geht nämlich um Healy. Wer von euch weiß, was Healy ist? Ich kann es auch einfach klären. Simplicissimus haben ein 40 Minuten langes Video, glaube ich, vor ein paar Wochen gegen Healy rausgebracht. Healy, eine Multilevel-Marketing-Unternehmen, wo so kleine Geräte sind, die steckst du dir so an, so Healys, und da ist Quantenshit drin und der heilt dich und auf ganz vielen Ebenen bla bla bla. Und natürlich mit Lügen teilweise bringen die dann ihr Marketing irgendwie nach vorne. Behaupten irgendwie, da wäre ein Quantensensor drin oder so und irgendwie sowas in die Richtung. Haben halt Simplicissimus ein Video draus gemacht. Dann wurde Simplicissimus verklagt von Healy, haben nicht gewonnen. Und jetzt hat Healy dann, nachdem es rechtlich nicht geklappt hat, dann angefangen, so Image so zu machen, so, ja, ich nenne es mal Propaganda zu machen, und haben mich da unter anderem mit reingezogen. Lee hat vor wenigen Tagen ein unfassbares Video rausgehauen. In dem geht es unter anderem um uns. Besonders subjektive Fernsehformate wie Simplicissimus, Fern und Funk. Aber falls ihr es nicht mitbekommen habt, erst ein kurzer Recap. Wir haben über Healy berichtet. Eine üble Esoterikmasche aus Deutschland. Ich hätte mir den Recap dann auch selber sparen können. Ja gut. Das Unternehmen verkauft über ein pyramidenförmiges, aber nicht verbotenes Multilevel-Marketing-System solche Geräte, die mithilfe von Quantentechnologie bei allen möglichen Beschwerden helfen. Jemand schreibt, wenn das bei psychischen Problemen helfen würde, wären die erfolgreicher. Ja, ja, ich glaube, wenn das, also das Ding ist, die sind halt sehr erfolgreich, weil sie teilweise behaupten, dass das, glaube ich, bei psychischen Problemen auch hilft. Bei ganz, ganz wilden Problemen soll das angeblich helfen. Aber das sagt halt, dass es dieser Scam sozusagen daran, oder dieser Trick daran, weil das sagt nicht, die, also diese ganz großen Behauptungen macht nicht die Marke auf ihrer offiziellen Seite, obwohl die da auch, glaube ich, Sachen geschrieben haben, die völlig Quatsch sind, sondern machen dann die Verkäufer, weil die natürlich das Ding verkaufen müssen. Weil wenn du ein Verkäufer in einem Multilevel-Marketing-Ding drin bist, dann hast du einen riesigen Druck, das zu verkaufen. Und natürlich sagst du dann auch Sachen, die vielleicht nicht wahr sind, kann schon sein. Dafür soll in dem Gerät ein Quantensensor verbaut sein, ist er aber nicht. Healy-Vertriebler haben uns die absurdesten Versprechen gemacht. Zum Beispiel, dass der Healy unserer krebskranken Tante über 3000 Kilometer Distanz helfen könne. Also der Healy wird nicht zu ihr hingeschickt, zu der Tante, sondern der Healy bleibt irgendwie in Deutschland oder so. Aber über die Distanz kann der Healy genau die richtige Person 3000 Kilometer weiter treffen und heilen. Ey, kurzer Shoutout für mein Partner-Display. Das, was da hinten an der Wand ist, kennt ihr. Die haben nämlich was ziemlich Geiles Neues am Start, und zwar heißt das Textra. Das bedeutet, dass auf so einem Display, ich glaube, das könnt ihr an der Reflexion relativ gut sehen, so verschiedene Oberflächenstrukturen drauf sind. Also die verschiedenen Stellen fühlen sich nicht nur anders an, wenn du so mit dem Finger drüber gehst, sondern ihr seht, es sieht halt auch anders aus. Hat so ein bisschen mehr Tiefe und so ein Shit. Dann haben die verschiedene Designs natürlich für gemacht. Ich habe ein paar hier zugeschickt bekommen, ist schon richtig geiler Quality-Shit. Und wenn ihr unten in der Videobeschreibung über meinen Link geht, dann habe ich euch da schon so ein paar Sammlungen gemacht, wo ihr die sehen könnt. Und es gibt auch Rabatt, leider nicht für die neuen Sachen, aber für alle anderen Displays. Nämlich, wenn ihr über meinen Link geht, 22%, wenn ihr ein bis zwei Displays kauft, und 33% bei drei Displays oder mehr. Also wenn ihr Bock darauf habt, checkt es auf jeden Fall aus. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann geht's jetzt weiter mit dem Video. CERN ist global aktiv und macht über 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Nach unseren Videos auf unserem englischsprachigen Kanal Fern hat Healy uns über eine internationale Großkanzlei verklagt. Ist auch, glaube ich, ein ganz entspannter Morgen, wenn du so in dein E-Mail-Postfach guckst oder irgendwie Post aufmachst und erstmal siehst, eine internationale Großkanzlei hat dich verklagt. Ich glaube, das ist schon, also, ich meine, ich kenne es ja selber, wenn man irgendwie Post von irgendwelchen teuren Anwälten oder so bekommen von irgendwelchen Leuten, gegen die man was vielleicht gesagt hat oder so. Aber das, also selbst wenn man weiß, man ist im Recht, ist das schon eine Sache, wo man, was sich nicht schön anfühlt, so, ne? Wir haben uns darauf eingelassen, und dann gab es viel Schriftverkehr hin und her mit unserem Anwalt Kai und OneUp an der Seite.
Kai hat einige brutale Star-Wars-Vergleiche rausgehauen und trotz internationaler Großkanzlei und gut organisierter interner Rechtsabteilung mit umfassender Erfahrung aus über 25 Jahren im Direktvertrieb sah es am Ende wohl nicht gut aus für Healy. Sad. Haben sie wohl rechtlich nicht so viel Chancen gehabt. Sad. Die Armen! Der vorsitzende Richter des zuständigen Landgerichts hat mit Healys Anwälten telefoniert und meinte sinnbildlich vereinfacht gesagt, ihr könntet jetzt schon vor Gericht ziehen gegen die Jungs, aber eure Chancen stehen echt nicht gut. Diesen Rechtsstreit haben wir jetzt vor kurzem öffentlich gemacht. An der Stelle danke für euren unfassbaren Support. Wenige Tage vorher ist auf dem Healy World Kanal dieses Video online gegangen. Die Wahrheit über Healy World. Fakten gegen bloße Behauptungen. Und allein auf dem Thumbnail bin ich zweimal drauf. Leute, könnt ihr mich bitte da rauslassen? Könnt ihr es einfach nicht machen, dass ihr mich da reinzieht? Gegangen. Die Wahrheit über Healy World. Fakten gegen bloße Behauptungen. Auf dem Thumbnail sind einfach drei Gesichter drauf, zwei davon von mir. Leute, bitte. Zuletzt sah sich Healy World unbegründeter Kritik gegenüber. Die Verursacher sind wie so oft subjektive und sensationsorientierte YouTube-Formate wie Simplicissimus, Fern und Steuerung F. Interessanterweise geraten nun diese irreführenden Formate selbst in die Kritik. In den sozialen Medien werden ihre Glaubwürdigkeit und ihr Hang zur Sensationslust immer mehr hinterfragt. Warte, und nur um das klar zu machen, die haben mich nicht im Thumbnail drin, weil die sagen, dass ich derjenige bin, der Sensationslust habe, sondern die haben mich im Thumbnail drin, weil sie es so framen wollen, als würde ich sagen, dass Simplicissimus Sensationslust hat und würde die kritisieren. So wollen die das framen. Die wollen es so framen, als würde ich gegen Simpli sein. Digga. Weiter spricht der Konzern von irreführender Berichterstattung und einem Mangel an Beweisen. Das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Zum einen ist es fast schon amüsant, was diese Esoteriker hier versuchen. Zum anderen entlarvt es die Strategien des Konzerns deutlicher denn je. Zeit für die nächste Runde. Beat the pussy up, then I beat the eyes too. Got a lot to prove, L Woods with the law school. I am not a wave. Zeit für die nächste Runde. Ey, wirklich, leg dich doch nicht mit Simplicissimus an. Lass es doch einfach bleiben. Hey, aber bist du gegen die? Nein, ich bin nicht gegen die. Also ich bin nicht gegen Simplicissimus. Ich bin gegen Healy. Es ist einfach absoluter Bullshit, mich da so darzustellen. Normalerweise würden wir solche Follow-up-Videos eher auf 2BG posten. Aber in diesem Fall wollen wir maximal viele Menschen erreichen. Aufgrund unserer unbändigen Sensationslust, versteht sich. Klar. Healys Video kommt in ihrer Community sehr gut an. Viele Emojis, Herzen, Einhörner. Vielen herzlichen Dank. Ich bin stolz, eine Healy-Member zu sein. So eine tolle Firma, die eindeutig für gute Zwecke sich für das Wohlbefinden der Menschheit einsetzt. Danke, dass es euch gibt. Und allgemeine Endlich mal klare Worte und Fakten. Boah, keiner. Von Menschen, die sich auskennen. Also das steht unter dem Video von Healy, wo die sagen, wo basically dann so, ich hatte es schon gesehen, weil als es rauskam, habt ihr mir das zugeschickt auf Insta, weil ein paar Leute hatten es gesehen. Hatte jetzt nicht so ultra viele Views bekommen, aber ich glaube schon irgendwie, nee, stand glaube ich sogar gerade da irgendwie 50.000 oder so. Ein paar von euch haben es gesehen, haben mir es so zugeschickt. So, dürfen die das benutzen? Ich habe Insta-Nachrichten bekommen, so, hä, hier benutzt dich so eine Brand. In einem Video, dürfen die das? Ich auch so, hä? Boomer Energy in den Kommentaren. Sehr schön. Der Konzern hätte Healy-tastische Arbeit gemacht. Healy antwortet stilgerecht mit Emojis und vielen Ausrufezeichen. Eine Kundin beschwert sich allerdings auch, dass in ihrem Healy, den sie seit 2 Jahren besitzt, ja anders als behauptet, gar kein Quantensensor verbaut sei. Ah, die hat verstanden, dass da was nicht so ist, wie die gesagt haben. Einer hat's verstanden, oder was? In ihren Worten, ich habe wirklich versucht, daran zu glauben. Aber jetzt kann ich das nicht mehr. Es tut mir wirklich leid. Es war eine schöne Idee. In diesem Fall gibt Healy seltsamerweise nur eine eher generische Kundensupport-Antwort. Wir bedauern zu hören, dass Ihre Erfahrungen mit Healy nicht den Erwartungen entsprochen haben. Ja, das ist so Copy-Paste, ne? Es tut uns leid zu hören, dass Sie nicht die erwarteten Erfolge mit dem Gerät erzielen konnten. Blablabla, bla, bla. Wir ermutigen Sie, sich bei weiteren Fragen oder Bedenken direkt an Kundenservice oder die Community zu wenden. Ja, das ist Copy-Paste. Noch seltsamer, der Kommentar scheint seit einigen Tagen einfach verschwunden zu sein. Ansonsten konnten... Ach, komisch.
Hat sie sich vielleicht nochmal anders überlegt? Hat sie vielleicht doch sie gemerkt, dass sie im Unrecht war und Healy das immer richtig gesagt hat? Hallo, das muss doch nicht heißen, dass sie den gelöscht haben, den Kommentar, nein. Wir unter dem Video keine Kritik finden. Die Kommentarspalte wurde pausiert. Unser Highlight ist ein älterer Kunde, der behauptet, keine Kritik in den Kommentaren, das halte ich auch für sehr plausibel. Also ich glaube nicht, dass da irgendwer was beeinflusst hat an der Stelle. Healy hätte ihm nach einem Sturz bei seinem Nasenbruch geholfen. Digga, er hat mir geholfen bei meinem Nasenbruch. Mit meinen jungen 65 Jahren bin ich auf dem Eis direkt auf die Nase gefallen. Klammer auf, ohne Hände, Ausrufezeichen, Klammer zu, Punkt, Punkt. Entschuldigung, ich lache nicht darüber, dass er auf seine Nase gefallen ist. Einfach, wie das geschrieben ist. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, nur zwei Healys genutzt, lokal und über Armbänder. Nach 8 Tagen bin ich zum Arzt, weil mich mein Sohn überredet hat. Oh Mann, Alter. Ja, und dann war halt gar nichts mehr, hat der Arzt gesagt. Toll. Apropos Nasenbruch, im letzten Video zu dem Unternehmen ging es ja viel darum, wie Healy von Kai schlafen gelegt wurde. Ich hasse euch! In diesem Fall. Kai ist der Anwalt, glaube ich, von Simplicissimus. Fall natürlich unfreiwillig. Aber guter Schlaf ist enorm wichtig und man braucht. Überleitung on fleek. Zu Emma dann wahrscheinlich? Auch das passende Equipment. Ihr könnt es euch vielleicht denken, Emma ist hier selbstverständlich die Anlaufstelle. Ja. Mit dem Code SIMPLI kriegt ihr nochmal 5% Rabatt obendrauf. Der Versand ist kostenlos und ihr könnt die Matratzen bis zu 100 Nächte risikofrei. Oder mit dem Code RISO. Aber nein, macht SIMPLI. Ich gucke Reactor auf deren Video. Macht SIMPLI. Probe schlafen. Scannt jetzt diesen QR-Code oder klickt auf den Link in der Beschreibung. Aber nun zum Video selbst. Zuletzt war. So. Ich habe auch seit, weiß ich gar nicht, jetzt einer Weile, Emma. Ich schlafe auf Emma und bin Real Talk so froh, dass ich geswitcht habe. Weil ich hatte eine Matratze vor, weiß ich gar nicht wie vielen Jahren, ich glaube, als ich nach Aachen gezogen bin, hatte ich die gekauft. Und die war auch verhältnismäßig echt teuer damals so. Und ich dachte so, okay, investierst du mal in eine gute Matratze. Aber, und ich hatte in letzter Zeit, und das klingt jetzt so wie so Gelaber, so, ne, aber es ist Real Talk so, hatte so das letzte halbe Jahr teilweise wirklich regelmäßig so beim Aufwachen Rückenschmerzen. Und dann dachte ich so, kann ja nicht sein. So, ich bin jetzt nicht uralt, das kann nicht sein, dass ich Rückenschmerzen habe. So. Und die habe ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt eine bessere Matratze habe von f***ing Emma. So, und es klang jetzt wie komplett Werbeschnitt, war aber zu 100% die Wahrheit. Auf den Link in der Beschreibung. Aber nun zum Video. Real Talk so gewesen. Selbst. Zuletzt war Healy unsachliche Kritik ausgesetzt. Die Akteure wieder einmal. Besonders subjektive Fernsehformate wie Simplicissimus, Fern und Funk. Okay, wir sind zwar kein Fernsehformat, Funk auch. Was die ja alles, also was die in ihrem Video, das ist der Ausschnitt jetzt aus diesem Video, die wollen ja ihrer Community klar machen, oh, da gibt es jetzt so Formate, die schießen gegen Healy, gegen uns. Aber die werden jetzt alle kritisiert, diese Formate, die gegen uns schießen, die werden ja kritisiert, dass sie unsachlich sind. Weißt du, das ist so der Engel, was sie rüberbringen wollen. Was? Stand da Rezo? Ja, ich denke schon. Auch nicht, also, Funk ist ein Netzwerk, aber hey. Wieder einmal. Fast eine subjektive Propaganda. Studie zeigt auf. Das Subjekt. Was kostet aktive Fernsehformate wie Simpli. NDR, ja genau. Steuerung F bittet Internetstar Rezo um Entschuldigung. Ich möchte bitte ab jetzt nur noch Internetstar Rezo genannt werden. Ich akzeptiere es nicht mehr, wenn man Rezo sagt. Ich möchte bitte immer ab jetzt Internetstar Rezo genannt werden. Plicissimus, Fern und Funk. Okay, wir sind zwar kein Fernsehformat, Funk auch nicht, Funk ist ein Netzwerk, aber hey, wahrscheinlich meinten sie hier Steuerung F, die schon eine Reportage zu Healy hochgeladen haben, als wir noch in der Recherche steckten. Parallel zu dem Satz werden irgendwelche Artikelauszüge eingeblendet. Also wirklich, das hat ja alles nichts mit Healy zu tun. Enthüllungen, YouTube-Kanäle Steuerung F und Rezo stellen Kritik an Funk allgemein, Journalismus warum bloß. Kurz gesagt MyLab also, und wir nicht mehr bei Funk sind, einen Übermedienartikel zu Funks Reportageformaten, was zu der Joko und Klaas-Geschichte damals, dazu Berichterstattung rund um Rezos Kritik an Steuerung F. Diese Headlines hängen nicht mit uns zusammen. Die haben ja nichts damit zu tun. Die haben ja nichts damit zu tun. Die tun einfach so, für Leute, die das nicht so überblicken, tun die einfach so, als würde ich auf der Seite gegen Simplicissimus stehen.
Das stellen sie so dar. Außer, dass unser Simpli-Kanal mal bei Funk war, es aber seit knapp 2 Jahren nicht mehr ist. Sie belegen nicht, dass unsere Kritik an Heli unsachlich wäre oder unsere Formate besonders subjektiv. Leider gehen viele Menschen auf Social Media diesen... Einfach, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Artikel gleichzeitig ins Bild packen und hoffen, dass die niemand durchliest, so, ne? Weil es die meisten ja auch nicht machen. Die meisten denken einfach, oh, boah, krass, viele Artikel, das wird wohl gut belegt sein. Lesen so 1, 2 Worte in der Headline, merken, ja, könnte was damit zu tun haben, so, es funktioniert. Kannst du die nicht verklagen? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich kann nicht, weil die sagen jetzt nicht explizit an eigene, das ist das Ding, sie implizieren es nur. Also es kommt so rüber, sie suggerieren es, aber da, sie sagen jetzt nicht irgendwie, Rezo ist gegen Simpli, das sagen sie jetzt nicht. ...sind Filmen auf den Leim. Gegenüber unseren Membern ist das nicht fair. Aber die Diskussion verselbstständigt sich. Interessant, dass diese Formate jetzt ihrerseits am Pranger stehen. Was, wie dreist ist das denn? Wirklich? Echt? Eiskalt benutzen die mich? Eiskalt benutzen die mich und meine Videos für deren f***ing Lügenkonstrukt? Hä? Ey, ich bin nicht auf eurer Seite. Hier zeigen sie ein Thumbnail einer Kritik an uns von Imp von vor fast 4 Jahren. Da ging es um gänzlich andere Dinge, zu denen wir damals ausführlich Stellung bezogen haben. Wir stehen also in der Gegenwart nicht am Pranger, weil sich derzeit irgendeine Diskussion angeblich verselbstständigt. Andere Kritik an uns konnte Healy auf die Schnelle wohl leider nicht finden. Dabei hätte sich die Bild mit Agitprop doch eigentlich angeboten. Wir werden visuell mit der jüngsten Kritik an Steuerung F in einen Topf geworfen, obwohl unsere Formate nichts miteinander zu tun haben. Steuerung F steht zu Recht in der Kritik rund um ihren Umgang mit Rezo. Für ihre Doku zu Healy wurden sie aber überhaupt nicht kritisiert im Zuge dieser Affäre. Ja, nicht mal das macht Sinn. Also nicht mal zu sagen, ja, hier ist Steuerung F in der Kritik. Und vor 7 Monaten haben die auch ein Video zu Healy gemacht. Also guck doch mal, selbst das ist ja schon nicht da. Und an der Reportage ist auch nichts auszusetzen. Sie featuret unter anderem die Jungs von Science Cops, die einen phänomenalen Podcast zu Healy produziert haben. Das ist schon frech. Ich finde es schon frech. Die Reporter versuchen sogar, Healy und Schmieke vor Ort zu konfrontieren. Wir durften tatsächlich kurz mal... Genau, Saschka wurde ja auch mit reingezogen. Also es ist wirklich... Ein Video vom Parabelritter war da gerade. Das wurde alles einfach so. Hat nichts zu tun mit Healy, mit dieser ganzen Auseinandersetzung. Unter funkelnden Kronleuchtern auf Markus Schmieke warten. Es hieß dann, er kommt noch. Dann hat man ihm aber scheinbar kurz mal angerufen und jetzt sind wir wieder draußen. Unter funkelnden Kronleuchtern, da halte ich mich auch meistens auf. Ich Internetstar Rezo. Ich heiße Healy und verstehe immer meinen Namen. Und das triggert mich ein bisschen. Ja, okay, dann sage ich jetzt ab jetzt nicht mehr Healy, weil dann verstehst du ja Healy. Dann sage ich ab jetzt Healy. Dann vielleicht hilft das. Wir haben Steuerung F bei der Gelegenheit mal gefragt, ob sie eigentlich auch Post von Healy bekommen haben. Und oh oh, haben sie halt tatsächlich. Es gab einen Antrag auf einstweilige Verfügung. Klassiker. Nach ihrer Berichterstattung, doch das Landgericht in Berlin hat dann Bedenken gegen den Erlass geäußert. Ganz ähnlich wie bei uns anscheinend. Und dann hat die Gegenseite, also Healy, den Verfügungsantrag zurückgenommen und die auferlegten Verfahrenskosten gezahlt. Ah, ach so. Mhm. Die haben den Antrag dann zurückgenommen. Aha, also sie sind gescheitert. Also man kann schon sagen, die sind an Barbara Salesch gescheitert. Das macht dann schon 2 bekannte Fälle. Ob es noch mehr gibt? Im Prinzip ist das, was Healy hier macht, klassischer Whataboutism. Man verweist auf unzusammenhängende Kritik an Steuerung F, welche ihre Reportage über Healy aber nicht entkräftet. Selbst wenn man Steuerung Fs Arbeit kritisch sieht, muss man schon klar belegen, welche Aussagen in ihrem Video denn konkret falsch sein sollen. So ein allgemeiner Schleier des Misstrauens reicht da einfach nicht. Besonders subjektiv formuliert, für uns ein ziemlicher Akt der Verzweiflung. Besonders subjektiv formuliert. Ja, es hatte ja Healy über... Simpli gesagt. Nachdem man mit rechtlichen Mitteln de facto nichts erreicht hat. Im Anschluss betont... Diese rechtlichen Briefe, also dass man dann eine einstweilige Verfügung sozusagen direkt schickt, funktioniert auch oft wegen Einschüchterung. Also wenn irgendjemand einen Brief bekommt von einer großen Kanzlei, von irgendeinem reichen Unternehmen und da steht viel Text und das ist alles so einschüchternd und da geht es dann darum, ja, du musst
jetzt immer, also häufig dann auch mit sehr kurzen Fristen so, bis morgen Abend musst du das unterschrieben haben, sonst wird das und das passieren, ne? Und dann manchmal funktioniert es halt auch einfach durch über die Einschüchterung so, ne? Tele, dass sie als Medizingerät zertifiziert sei. Deswegen umso besser, dass sich weder STRG F noch Simplizismus da haben einschüchtern lassen. Ein und Audits nach der Richtlinie 9342 EWG unterliegen und der ISO-Norm 13485. Außerdem hat der Heli eine CE-Kennzeichnung. Wir haben Kai mal gefragt, was das eigentlich jeweils genau bedeutet. Und er sagt, CE-Kennzeichnungen und Zertifizierungen nach der ISO 13485 und auch die Konformitätserklärung nach der Richtlinie 9342 EWG sind keine behördlichen Zertifizierungen, bei denen der Staat quasi die Wirksamkeit eines Gerätes prüft und es für gut befindet. Also Heli hat gesagt, ja, wir haben doch hier diese Zertifizierung, ist doch krass, aber dabei ist das halt nicht irgendwas, sagt das nichts aus über die Wirksamkeit. Ja, Ehrenkai, wirklich. Kai ist bester. Vielmehr geht es dabei um Produktsicherheitsaspekte, Qualitätsmanagement und technische Vorgaben. Die Konformitätserklärung erfolgt durch das Unternehmen selbst, beziehungsweise unter Mitwirkung einer sogenannten benannten Stelle. Vielleicht auch interessant ist, dass die Richtlinie 9342 EWG wenn ich noch einmal Richtlinie 9342 EWG höre, nach der Erstellung des Zertifikats für Heli durch die inzwischen viel strengere Medizingeräteverordnung ersetzt wurde. Wir haben in unserer Berichterstattung nie angezweifelt, dass Heli als Medizinprodukt zugelassen ist. Wir haben vielmehr festgestellt, dass in dieser Zulassung nicht staatlich oder durch die EU geprüft wird, ob das Gerät tatsächlich wirksam ist. Ja, und das hatten Sie auch völlig recht damit. Es wurde nicht staatlich geprüft, ob das wirksam ist. Ja. Und das haben die auch nicht entkräftet jetzt. Ich würde sagen, guckt gerne den Rest dieses Videos für euch zu Ende. Weil mir ging es jetzt vor allen Dingen um den Part, wo ich jetzt hier benutzt wurde für diese Zwecke. Und ich glaube, ab jetzt wird es mehr inhaltlich, wo es dann um einzelne Punkte noch geht. Aber guckt euch das super, super, super gerne an auf dem Simpli-Channel. Gebt für dieses Video auf jeden Fall einen Like und folgt Simpli auf jeden Fall.